Ich begrüße euch in mein Tagesenergie am 3. August 2017. Bis jetzt war die Tagesenergie nichts anderes als eine Kurzfassung von meinen Tageshoroskopen. Das habe ich jetzt verändert. Und in Zukunft werde ich im Tageshoroskopen die täglichen kosmische Energie beschreiben, wie das auf den einzelnen Tierkreiszeichen wirkt, mit vielen mythologischen Geschichten. Da handelt sich auch um Sternen und Sternbilder. Und in Tagesenergie werde ich in Zukunft das gesamte Energie beschreiben, in welchen Lebensbereichen können wir das vorteilhaft nutzen und wo sollen wir vielleicht aufpassen, und es gilt für allen Tierkreiszeichen. Und im heutigen Tag, die Energie des Tages ist, wir sollen unserem Herz, unserem Gefühlen hören, weil das gibt die Klarheit. Und wie ist es die Energie für heute? Wir stoßen heute in unseren Grenzen oder wir sollen etwas überwinden. Und das sind unsere eigenen Gefühle, die Zweifel, die Ängste, weil das kränkt uns. Es ist auch eine Heilenergie und all diese Emotionen können wir in Ruhe bringen. Und wir finden auch einen Ausgleich. Wir sollen auf unserem Herz hören, weil das ist die beste Ratgeber, gerade weil das gibt uns Klarheit. Freizeit, Lebensfreude, Bewegung oder Sport gibt einen schönen Ausgleich, weil das befreit uns. In der Liebe, Partnerschaft fühlen wir noch unsicher, sind auch noch Unklarheiten. Da sollen wir noch ein bisschen geduldig sein. Die Finanzen können wir gerade in Ordnung bringen und da sollen wir auch um die Finanzen und auch um die schriftlichen Sachen kümmern. Es gibt auch Ungerechtigkeiten. Bei vielen Menschen betrifft es den Arbeitsplatz. Es ist nicht einfach, leicht da uns durchzusetzen und da sollen wir diplomatisch sein. Was ist angebracht? Wenn wir unsere Meinung sagen oder haben ein selbstbewusstes Auftreten, das kann natürlich auch vorteilhaft sein und helfen, aber nicht immer klug. Manchmal ist besser zum Schweigen oder zurückhaltend sein und da brauchen wir die Feingefühl und das innere Gleichgewicht. Viele fangen etwas Neues an und bauen gerade die Fundament auf. Und dieser Fundament, dieser feste Boden unter unseren Füßen, das ist gerade wichtig. Und eine Reise hat auch eine Bedeutung. Und das war mein Tagesenergie. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete. Und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Und diese kosmische Energie, diese Tagesenergie, das kann auch etwas Persönliches sein. Und wenn ihr wichtigen Terminen habt, dann können wir das maßgeschneidert beschreiben auf euren Geburtshoroskop. Und natürlich kann ich dabei helfen und die Tag, was euch erwartet oder das Termin, was euch erwartet, ganz genau beschreiben. Und das war meine Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.